Obwohl Pir kein Kurde ist, hat er sich entschieden, in Diyarbakir zu kandidieren. Hier brauchen die Menschen meine Hilfe am dringendsten, sagt er. Und Hilfe habe keine Nationalität. Heute kann er nicht viel tun, nur Menschen trösten, deren Häuser zerschossen wurden. Seine Präsenz vor Ort sei trotzdem von Bedeutung, sagt Pir. So könne er der türkischen Polizei das Gefühl geben, dass ihr Treiben in der Stadt von einem Parlamentarier beobachtet werde. In dieses Viertel ist die Polizei eingedrungen und hat durch die Gegend geschossen. Sie haben mit Stahlkugeln gezielt auf Passanten geschossen und versucht, sie zu töten. Viele Häuser wurden zerstört und Läden geplündert. Auch dieses Mal gab es Tote und Verletzte. Eine Person wurde erschossen und mindestens vier wurden verletzt. Jetzt versucht die Polizei, die Barrieren hinter mir zu räumen. Die Bewohner sind natürlich empört über den Polizeieinsatz und sind gerade auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. So sieht der Alltag in Diyarbakir aus. Tägliche Zusammenstöße zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Und jeden Tag gehen die Menschen auf die Straße. Sie rufen: Der Staat ist ein Mörder. Freiheit den Kurden.